In der heutigen Episode Nummer 85 sprechen Martin und ich. Muss ein Chef wirklich ein Unternehmer sein oder geht es auch irgendwie anders? Seid gespannt, auf was für eine, ja, Meinung wir beiden da kommen und ob wir einen Diskurs dazu haben. Viel Spaß beim Reinhören. Hallo liebe Leute, heute freue ich mich wieder ganz besonders Gast zu sein bei Opti Health Consulting, bei dem Christian Henrici, der einen tollen Podcast Küste und Kiez macht, schon seit vielen, vielen Monaten und Jahren erfolgreich ist im Bereich Podcast. Und wir haben uns zusammengetan für einige Folgen, um dort spannende Themen aus dem Bereich Management, Marketing, Leadership, Führungsstruktur und so weiter, alles, was uns einfällt in unseren Gesprächen, einmal mit euch zu teilen. Und da kommt heute wieder die nächste Folge dazu. Also ich freue mich, dass du dabei bist. Und jetzt hörst du dir gerne an und sei dabei. You're listening to Dr. Baxman's Lean Orthodontics. Simply everything that makes you even more successful in orthodontics and practice management. Dr. Baxman is a speaker, Amazon bestseller author, and multi-entrepreneur. Now he takes all that knowledge and brings it to you in one podcast. This is Dr. Baxman's Lean Orthodontics. So, in der heutigen Episode 85 muss ein Chef Unternehmer sein, wieder mit Dr. Martin Baxmann. Lieber Martin, hast du die letzte Folge gut überstanden? Absolut. Und habe noch mehr Vorfreude auf die jetzige, die wir haben und die weiteren, die da kommen. Und ich habe beim letzten Mal gemerkt, weil du die Zuhörer und Zuhörerinnen verabschiedet hast, dass du sie siehst. Ich duze immer alle, also wenn ich dich zu Hause eben mit du anspreche, krieg keinen Schreck. Ich bin so unhöflich, mache ich einfach. Aber das ist für mich immer der direkteste Weg zum anderen. Und ich hoffe, du kommst damit klar zu Hause. Ja, also da lass mich nochmal hinzufügen, in der letzten Episode habt ihr das Alter von Martin erfahren, er hat seinen Jahrgang gesagt und ich glaube, das ist auch so eine kleine Marotte von diesen Jahrgängen, dass sie dann direkt ins Duzen verfallen, um sich sehr jung zu fühlen. Ach, Menschenhart hat das, ne? Martin, direkt mal zu Beginn hier mal ein bisschen warm werden. Nein, nein, ernsthaft, das Boah, mache ich auch. Das Ich verwechsel hier, das ich nur weiß immer, auch ich bin nicht. unkonzentriert. Alles gut, komm ich mit klar tatsächlich, aber was soll's. Legen Nee. wir mal los hier. Genau, bei mir ist das einfach nur die Unkonzentriertheit, denn ich duze eigentlich auch immer alle und da falle ich immer in sie. Und das ist auch bei mir das Alter, dass ich dann so langsam so ein bisschen kalkig werde. Also insofern, Martin, du hast wieder ein, ja, ich sag mal so, eine zu diskutierende Frage mitgebracht. Schieß mal los. Ja, der Gedanke ist, der muss ein Chef, ein Zahnarzt in einer Praxis Unternehmer sein. Und ich hätte im Prinzip schon eine ganz klare Antwort darauf. Ich weiß nicht, wie es dir zu Hause Doch, geht, schieß los. wie du das Schieß los. siehst. Also für mich ist das ein klares Ja, ganz konkret, denn wir führen am Ende des Tages irgendwo ein Unternehmen. Das heißt, wir sind im Dienstleistungssektor tätig, so würde ich es mal beschreiben. Auch wenn es nicht jedem jetzt sofort schmeckt, wenn man das jetzt so runterbricht einmal. Natürlich, wir sind in der Medizin und da fühlt sich das oft so an, als wenn da alles irgendwie ganz anders wäre. Aber für mich sind wir im Prinzip im Dienstleistungssektor unterwegs. Wir müssen oft am Anfang einen Kredit aufnehmen, um ein Unternehmen zu gründen. Wir haben finanzielle Risiken, wir investieren. Wir haben Mitarbeiter, die wir bezahlen wollen. Wir müssen Geräte kaufen und so weiter. Wir müssen strategische und taktische Entscheidungen treffen, die, sage ich mal, sowohl zum Wohle unserer Endkunden, auch nochmal Triggerbegriff, ich weiß, Endkunden, Patienten entsprechend sind. Das heißt, wir müssen eine hohe Fachexpertise haben in dem, was wir tun. Aber wir kommen in anderen Podcasts auch nochmal drauf zu sprechen. Wir müssen auch dafür sorgen, dass wir eine vernünftige Patienten-Journey oder Customer-Journey haben. Das heißt, Service-Dienstleistungen, Kontakt aufnehmen mit den Menschen, sie führen durch einen Prozess der Behandlung, welche Art es auch immer ist, muss gewährleistet sein. Und es muss auch strukturiert stattfinden. Letztes Mal hatten wir den Feuerwehrmann. Wir brauchen ganz viele Prozesse und so weiter, um, sage ich mal, Brände zu vermeiden, schnell zu löschen. Welche Art auch immer, ob es eine Endo ist, ob es ein Bracket-Up ist in der Kieferorthopädie oder ob es Problem zwischenmenschliches ist, zwischen Patient, Mitarbeiter, Mitarbeiterchef oder wem auch immer. Das sind alles eigentlich Dinge, die gehören zu einem Unternehmer dazu. Und persönlich finde ich auch, dass, sag ich mal, das Mindset eines Unternehmers, was auch immer es ist, da kommen wir sicherlich auch noch drauf zu sprechen und auch deine Sicht finde ich da total spannend und möchte ich gerne hören, ist wichtig, um diese Dinge wirklich auch meiner Meinung nach auf die richtige Art und Weise anzugehen. Also ich glaube, wir haben da nicht viel Diskurs. Auch für mich ist die Antwort eindeutig ja. Und meine Herleitung ist immer dieselbe, die sage ich auch in jedem Vortrag.
Unternehmertum ist Management und Management ist Entscheidungslehre. Und Entscheidungslehre ist nichts anderes als das, ich entscheide, welchen Mitarbeiter ich einstelle. Ich entscheide, wie ich den bezahle. Ich entscheide, wo ich und wie ich meine Praxis führe. Ich entscheide, wie ich meine Patienten behandle. Das kann man vielleicht noch ins Medizinische reinpacken. Aber es sind jeden Tag von dem Start der Selbstständigkeit bis zur Abgabe der Praxis sind jeden Tag größere und kleinere Entscheidungen zu fällen. Die Entscheidungen sind immer die Definition von Unternehmertum. Ich muss Entscheidungen fällen, die Auswirkungen haben. Das heißt, ich bin immer als Praxisinhaber Entscheider. Ich entscheide über den Kreditvertrag. Ich entscheide, ob ich meine Unterschrift drunter setze. Ich entscheide, ob ich befähigt bin, das zurückzuzahlen, ob ich jetzt die Bank geblufft habe oder sie mich geblufft hat oder was. Am Ende des Tages stehe ich und ich stehe in der Verantwortung für die Entscheidung, die ich treffe. Das heißt, Entscheidungen treffen und für die Konsequenz dieser Entscheidung die Verantwortung tragen. Das ist die Definition von Unternehmertum. Insofern ist es eindeutig und nicht zweideutig, dass ein Zahnarztpraxisinhaber immer ein Unternehmer ist und über das Wohl der Zahnarztpraxis entscheidet die Güte der unternehmerischen Entscheidung. Und wann kann man gute Entscheidungen treffen oder was ist sozusagen das Vorgeplänkel einer Entscheidung? Das heißt, ich beschreibe es auch immer so, so eine große Stromleitung. Ich weiß nicht, ob du schon mal so eine riesen Stromleitung, so eine 20er Stromleitung im Boden gesehen hast. Ja? Ich habe mal so eine gesehen, wie die zusammengemufft wurde. Die ist so dick. Ich mache jetzt hier mal so einen Umfang von 20 Zentimetern. Ne? Das ist so eine 20 kW Leitung. Ja? Und wenn du die durchschneidest, dann hast du da ganz viele kleine Kabel drin. Die sind immer so, weiß ich, daumendick. Ne? Und aus meiner Sicht sind die Dinge, die zu einer Entscheidung führen, also das große Stromkabel, ist die Summe der kleinen Stromkabel, also die Summe der Informationen, die mir zur Verfügung stehen oder die ich mir besorge und mein Wissen über die Sachen. Und je mehr von diesen Informationen ich konsumiere, je mehr Wissen ich mir aneigne, je mehr Erfahrung ich über mein Leben damit reinbringen kann, desto besser kann meine Entscheidung sein. Und die Entscheidung setzt sich immer aus vielen, vielen Komponenten zusammen, die bei mir sozusagen den Input machen. Ja? Das heißt, ich kann auch als dürfster Mensch der Welt eine Entscheidung fällen, ich kann als schlauster Mensch eine Entscheidung fällen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich mich gut informiert habe und diese kleinen Kabel alle gut verstehe, dann wird auch das große Kabel meine Entscheidung sozusagen gut liefern. Also einen guten Effekt für meine Praxis haben. Und das ist sozusagen immer das Bild des Unternehmers, das ich versuche zu teilen, dass einem das so ein bisschen plastisch bewusst ist, was man eigentlich auch für Aufgaben mitnehmen muss, um ein guter Unternehmer zu sein. Finde ich total spannend, was du da sagst. Und es ist ja immer so, wenn man ein Gespräch führt und man jemandem zuhört, sollte man ja eigentlich die Konzentration wirklich auch bis zum letzten Satz behalten und nicht schon die ganze Zeit vorher überlegen, was man gerne dazu noch ergänzen möchte oder was einem dazu einfällt. Ist in so einem Interview immer total schwierig oder in so einer Diskussion, finde ich. Denn auch da sind mir direkt mehrere Dinge gleich eingefallen, die das, was du sagst, auch vollkommen unterstreichen können, die ich da auch spannend finde. Einmal ganz kurz angerissen, auch die Frage, Unternehmer sein, sind wir uns alle einig, glaube ich, ja, haben wir jetzt auch, wir beide zumindest gesagt. Und die Frage ist, muss ich permanent ein Unternehmer sein oder muss ich permanent im Handlungsmodus des Unternehmers sein? Und das ist tatsächlich noch etwas, was ich unterscheiden würde, was manchmal auch hilfreich ist. Weil wenn man, manche denken dann, okay, ich bin jetzt Unternehmer, ich bin jetzt pausenlos Unternehmer, wie mache ich denn das überhaupt mit meiner Behandlung und was mache ich denn da? Und da sind wir wieder bei dem, was wir beim letzten Mal auch gehört haben, nämlich das Thema Rollenverteilung. Ein Mensch, eine Person kann durchaus unterschiedliche Rollen zu unterschiedlichen Zeiten wahrnehmen und dort hin und her springen. Das ist jetzt nur einmal quasi kurz angerissen. Das heißt, Christian, du hast ja auch gesagt, wann kann ich die besten Entscheidungen treffen, wenn ich die Informationen habe und so weiter und so fort. Aber auch, wenn ich das Setting, das Umfeld, sag ich mal, die Muße habe, diese Entscheidungen tatsächlich auch zu treffen und mich zu besinnen darauf, welche Informationen habe ich überhaupt. Und das geht eben oft nicht. Jetzt sind wir wieder beim Feuerwehrmann. Zwischendurch, ich habe gerade irgendwie meinen Bohrer in der Hand und habe da irgendwie gerade eine komplexe Arbeit, die ich tue und dann plötzlich kommt irgendwie die Nachrichten Feuer und ich muss ad hoc eine Entscheidung treffen. Das ist etwas, was oft nicht so gut funktioniert.
funktioniert, logischerweise. Das heißt, hier kann man auch wieder ganz gut reingehen, dass man seine eigenen Rollen einmal ganz klar definiert. Wer bin ich? Unternehmer, Arzt in der Behandlung, Arzt in der Beratung, aber auch Coach für meine Mitarbeiter oder, diese ganz vielen Dinge und dafür bestimmte Zeitfenster, zumindest mit Prioritäten für, sag ich mal, den Schwerpunkt der Tätigkeit quasi gerade festlege. Heißt also, so eine klassische Backoffice-Zeit, ja, die ist ja Gift für viele Zahnarztpraxisinhaber, weil die sagen, Mensch, da kann ich keinen Umsatz generieren. Und da kann man immer nur sagen, doch, tust du, und zwar zehnfach, weil du alles aufbaust, was später danach kommt, was dann passiert. So, das ist das eine Thema. Das zweite Thema, was ich anreißen möchte, was du gesagt hast, ich finde das Beispiel auch ganz schön mit dem Kabel dort und mit den kleinen vielen Fäden. Bei uns in der Kieferorthopädie nennt man das übrigens Twistflex. Das heißt, da gibt es tatsächlich auch sowas in der Form. Und das ist auch ganz spannend, nämlich viele sehen einfach nur noch im Alltag dieses dicke Kabel und die wissen gar nicht mehr, was da drin passiert. Und jetzt kommt das Thema Informationsfluss einmal dazu. Finde ich ganz wichtig, gerade für junge Ärztinnen und Ärzte, weil die sind oft, sage ich mal, darauf getrimmt von der Universität, dass der primäre Informationsgeber der Arzt ist. Das heißt, unsere Aufgabe ist, erklären, beraten, aufklären, den anderen, dem Gegenüber, dem Patienten etwas mitteilen und sagen, wie es läuft, wie es geht und so weiter. Es ist aber gar keine Einbahnstraße. Im Gegenteil, unsere strategischen, unternehmerischen Entscheidungen, die treffen wir auf einer ganz anderen Basis, nämlich auf den Informationen, die wir aktiv einholen von unseren Patienten, von unseren Mitarbeitern, durch echte Gespräche, durch CRM-Systeme, aber auch durch aufmerksames Zuhören, durch ein echtes Interesse am Umfeld als solches, kriegen wir ganz, ganz viele Informationen, die viel, viel wichtiger sind, aber auch über unser Unternehmen selbst, unsere Prozesse, unsere Abläufe, wie funktionieren die überhaupt? Ein klassisches Beispiel wären zum Beispiel Patientenbefragungen. Ja? Kommt eine Mitarbeiterin zu mir und sagt, Mensch, Martin, hier, wir haben da wieder eine 5-Sterne-Bewertung bei Google, dann sage ich, ja, super, schön, bringt uns für das Ranking ganz viel. Was hat die denn geschrieben, diese Patientin? Ja, nichts, sind nur 5 Sterne. Da habe ich verdammt wieder mal eine Chance vertan dafür, dass man wissen könnte, was hat man denn tatsächlich gut gemacht. Oder meinetwegen kommt da mal eine 1-Sterne-Bewertung und sagt, ach du Scheiße, war bestimmt irgendwie ein blöder Patient. Nee, lassen wir löschen. Lesen wir. Ich meine, das ist was anderes. Das kann man sicherlich trotzdem tun, je nachdem, weißt du auch. Aber die sollte ich trotzdem erstmal lesen. Ja, und zwar lesen mit dem Verstand, nicht mit dem Herz. Weil es wird totalen Schmerz verursachen in unserem, dass wir sagen, verdammt, wie kann der nicht zufrieden sein? Wir wollen doch das Beste und wir geben uns doch so tierische Mühe. Wir sind doch nicht gleichgültig oder irgendwas. Aber wir können dort, Fehlerkultur hast du beim letzten Mal auch angesprochen, können daraus dann wieder lernen und was mitnehmen. Und das sind diese ganzen kleinen Fäden oder Fasern oder Mini-Drähte, von denen du gesprochen hast, finde ich, die man sich tatsächlich auch mal genau anschauen kann. Und wenn ich dich jetzt nicht totquatsche, dann würde ich sogar noch einen dritten Aspekt mit reinnehmen. Hau raus. Nämlich das Thema, was ich aus dem Coaching einfach sehr präsent habe. Das heißt, Systemik nennt sich das. Ich will das nur ganz kurz eben einmal anreißen an einem Beispiel. Diese Systemik bedeutet im Prinzip, sag ich mal, wir sind wie ein Molekül mit verschiedenen Teilchen, positiv, negativ geladen, was weiß ich, alles Mögliche, das ich mal da so hingestellt. Und wir schwirren in einem bestimmten Kosmos herum. Wenn jetzt ein Teil davon besonders viel Energie hat, nimmt es besonders viel Raum ein und das wirkt sich sofort auf den Raum der anderen Elemente in diesem Molekül entsprechend aus, auf die äußere Gestaltung quasi. Umgekehrt, wenn einmal sehr, sehr wenig Energie hat, nehmen die anderen plötzlich den Platz ein. Und das ist auch etwas, was ich ganz häufig in Praxen sehe. Das soll jetzt nicht irgendwie missverständlich sein, aber ich sehe es tatsächlich gerade bei weiblichen Führungskräften, dass sie sagen, ja, ich möchte aber doch eine gute Beziehung, ich möchte Harmonie, ich möchte doch nicht autoritär sein in meinem Team und so weiter. Und die ziehen sich dann quasi zurück. Also das Gegenteil von autoritär ist nicht Rückzug unbedingt, sondern eher Klarheit. Ist auch nochmal wieder ein anderes Thema. Aber sie ziehen sich sehr weit zurück in ihrer Führungsrolle. Dieses Vakuum, was dann aber entsteht, wird sehr oft von anderen dann eingenommen. Und wenn man dann plötzlich in die Rolle wieder kommt, so jetzt muss ich aber die Entscheidung treffen, weil ich bin ja Unternehmerin und schließlich ist das meine Praxis, ist mein Laden, meine Entscheidung, so wie du auch gesagt hast, dann kommt es viel leichter zum Konflikt, als wenn schon von vornherein die Grenzen ganz klar definiert werden und jeder einfach in seiner Rolle ganz nüchtern, rational und sachlich seine Entscheidungen und Aufgaben dann entsprechend trifft und erledigt. Lieber Martin, dem bleibt es nichts hinzuzufügen, das waren drei sehr gute Punkte.
Vielen Dank für deinen Input und für den Diskussionspunkt. Ich finde, das ist sehr wichtig, dass man das immer mal wieder so sozusagen klar macht. Und ich hoffe auch Ihnen, liebe und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst doch eine kleine Bewertung. Und wenn ihr da selber dabei sein wollt, dann schreibt eine E-Mail an henrizi@opti-hc.de. Vielen Dank, Martin. Bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao. Dankeschön, ciao. Schau auch gerne mal rein oder hör rein in den Podcast Küste und Kiez von Christian Henrizi. Aber natürlich freue ich mich, wenn du mir weiter treu bleibst hier beim Lean Orthodontic Podcast, dem Kieferorthopädie Podcast Nummer 1 und am besten auch einfach mal wieder einen Daumen hoch hinterlässt, einfach einen Kommentar auch mal schreibst oder auch dich bei mir persönlich meldest, wenn du ein bestimmtes Wunschthema hast, Fragen hast oder du vielleicht irgendwas nicht so ganz gut fandest, wo du sagst, Mensch, kann man das nicht nochmal ein bisschen genauer anschauen oder ein bisschen vertiefen oder ich habe da vielleicht auch eine ganz andere Meinung oder so, melde dich doch einfach, sag Bescheid.